Es liegt in der Natur der menschlichen Seele, Gefallen an Sachen zu finden, die schön und ästhetisch sind. Gläubige sind fasziniert, wenn sie die Schönheit der Schöpfung betrachten und sie versuchen, die Macht und Kunst Gottes auf die bestmögliche Weise zu schätzen. Ihre Sehnsucht nach dem Paradies erhöht ihre Fähigkeit, Schönheit zu genießen. Die im Koran beschriebenen Qualen der Hölle helfen dem Menschen, den Wert der Ästhetik zu schätzen, die ihre Seele Vergnügen bereitet. Die Verse des Korans, die das Paradies beschreiben, sprechen von der großartigen Schönheit, die Gott seinen Gläubigen geben wird. Anhand solcher Verse versuchen die Gläubigen, sich in dieser Welt eine ähnliche Umgebung zu schaffen und gelangen auf diese Weise zu einem von Schönheit und Ästhetik charakterisierten Lebensstil. Sag, wer hat den Schmuck und die sauberen Speisen verboten, die Allah für seine Diener hervorgebracht hat? Sag, sie sind im diesseitigen Leben für die bestimmt, die glauben und am Tag der Auferstehung nur ihnen vorbehalten. So legen wir die Zeichen im Einzelnen ausführlich dar, für Leute, die Bescheid wissen. In dem Vers macht Gott auf die wichtige Tatsache aufmerksam, dass es immer Menschen geben wird, welche unberechtigterweise Erlaubtes verbieten werden. Natürlich gibt es Personen, die bei Verbotenem unbeachtet wie erlaubt vorgehen. Jedoch wird in dem Vers deutlich auf die Person aufmerksam gemacht, die Erlaubtes im Namen der Religion verbieten. Das bedeutet, dass sie die Religion ändern und im Namen Allahs eine andere Religion in die Welt setzen wollen. Auch wenn gemäß der Bigotterie Gold und Seide verboten sein soll, erkennen Muslime, dass Gott der einzig wahre Gesetzgeber ist und im Koran es nicht verboten hat.